Die Hördener Holzwerke wurden 1985 gegründet. Wir sind Hersteller von Bauholz, Konstruktionsvollholz, Brettschichtholz und Balkenschichtholz. Und wir haben jetzt hier im Werk 2 seit Anfang 2000 in eine Keilzinkanlage investiert, anschließend mit Verleimung. Die wurde jetzt in den letzten Jahren komplett automatisiert. Wir sind eigentlich bekannt dafür, dass wir uns sehr speziell auf die Anforderungen unserer Kunden einlassen können. Das heißt, wir können diese Duo-Balken oder dann auch das Brettschichtholz sehr speziell auch mit hoher Qualität für die Anforderungen unserer Kunden herstellen. Auch bei den Zinkenfräsern konnten wir bei der Firma Hördener Holzwerk einige Optimierungen erzielen über die Dauer selbst. Hierbei wurde durch verschiedene Winkelgeometrien in der Freiwinkelthematik, genauso wie bei den Flankenwinkeln oder bei dem Spanwinkel, einzelne Prozessschritte, einzelne Optimierungen durchlaufen, die in der Anlage zu einer geringeren Geräuschemission, zu einer leichteren Druckbildung und dementsprechend zu einer besseren Ausrissqualität in den Verzinkungen führt. Hierbei insbesondere interessant, je höher die Hölzer in der Anlage sind, desto mehr entscheidend ist der Schnittdruck für die Leistung der Anlage, und die Leistung der Anlage der Motoren ist dann ebenso entscheidend für den Vorschub, der gefahren werden kann. Schnittdruck heißt immer, wie optimiert man die Fasertrennung? Und die Fasertrennung haben zwei Grundprinzipien der Optimierungsmöglichkeit. Das ist einmal die Schärfe des Werkzeugs an sich, die sich aus Spanwinkel, den Freiwinkel und natürlich dem Flankenwinkel ergibt, und natürlich dann die Schnittgeschwindigkeit im Werkzeug. Da man muss sich immer wieder vorstellen, das Werkzeug hat zwei oder sagen wir mal eine Form von x unterschiedlichen Schnittgeschwindigkeiten vom Punkt des Zahnübergangs, wo quasi der Grundschnitt stattfindet, bis hin zur Zahnspitze, habe ich hier verschiedene Schnittgeschwindigkeiten innerhalb der Zahngeometrie. Das führt zu unterschiedlichen Vorteilen. Je schneller der Faser geschnitten wird, desto besser ist es für das Material. In dem inneren Bereich selbst ist die Schnittgeschwindigkeit hier drin durch den 40 mm kleineren Durchmesser natürlich wesentlich geringer. So wurden durch die Firma Hördener Holzwerk auch bei der Drehzahl Optimierungen gemacht nach den Angaben in Abstimmung mit uns, damit hier dann auch das Werkzeug in dem, was es kann, noch zusätzlich optimiert und eingesetzt werden kann. Das heißt also, durch die einzelnen Optimierungen des Fräsers, die wir über verschiedene Schichten oder über verschiedene Durchlaufzeitpunkte erzielen konnten, wurden neben dem Ergebnis in der Anlage dementsprechend dann auch die Standwege stabilisiert und vom Ausrissverhalten des Fräsers einiges an Zugewinn erzielen können. Also uns ist sehr wichtig, wie der Umgang zwischen uns, unseren Lieferanten oder beispielsweise auch unseren Kunden funktioniert. Und gerade mit Leuko sehen wir eine sehr gute Zusammenarbeit. Kurze Wege, schneller Kontakt zu unseren Ansprechpersonen. Und das ist uns neben der Güte der Werkzeuge auch sehr wichtig, dass der Service und alles funktioniert, so wie wir es uns eigentlich vorstellen.